Hallo und herzlich willkommen zu unserem nächsten Wochenausblick. Wochenausblick für Trader, Kalenderwoche 8. Zunächst einmal, wie üblich, Blick auf den Kontostand. Da hat sich in dieser Woche nach oben nichts getan. Ganz kurz ans Allzeithoch ran, beziehungsweise knapp drüber. Aber dann ging es doch ein bisschen zurück. Steht jetzt bei 98.250, sind immer noch gut 10.000 Euro Zugewinn oder 9.800 Zugewinn jetzt in diesem Jahr bis dato, aber jetzt habe ich so die letzten 7 bis 10 Handelstage eher eine Konsolidierung gehabt. Das eine System hat gewonnen, der nächste Trade hat verloren. Für mich persönlich ist es ein wichtiges Element, und das ist der Anspruch, der Versuch, in den nicht so guten Phasen nicht viel zu verlieren. Das ist schwierig, aber mit Flexibilität geht das. Von daher ist so eine Zeit, wenn ich 2 Wochen auf der Stelle trete oder leicht verliere, nehme ich nicht negativ wahr, sondern das ist eigentlich für mich persönlich nach meiner Erfahrung und nach meinem Anspruchsdenken positiv. In den schlechten Phasen verlieren viele Trader alles, was sie vorher hinzugewonnen haben. Und wenn ich es schaffe, mit so niedrigen Schwankungsbreiten zu agieren, dann ist das gut. Im Moment gelingt das immer noch, dass es moderat schwankt, aber da werden natürlich auch wieder andere Zeiten kommen. Da braucht man sich jetzt überhaupt keine Illusionen machen. Ja, in der Woche jetzt, was habe ich gehandelt? Ich hatte bei Coffee einen Trade, der ist in den Stop gelaufen, Trendcatcher-System, was auch nicht so überraschend war. Das war eigentlich eine ganz interessante Situation, die jetzt aber hier den Rahmen sprengen würde. Aber wir werden ja gleich auch drauf schauen. Wir steuern auf den First Notice Day zu. Da wissen wir, es werden Positionen geschlossen, zwingend spekulative Positionen. Und da haben wir eben jetzt Coffee im Aufwind gesehen. Und der Trade in dem Trendcatcher-System, das System hat ja überhaupt nichts mit den First Notice Days zu tun und mit dem übergeordneten Bild. Das war ein Short Trade und der ist dann in den Stop reingelaufen. Jetzt kann man natürlich dann immer sagen, na, wenn du doch weißt, dass die Positionen gerade geschlossen werden und der Preis dadurch nach oben geht, dann handelt auch dieses System nicht. Muss man differenziert betrachten. Ich persönlich habe für mich über die Jahre herausgefunden, dass es schlecht ist, wenn man schwarz-weiß denkt. Sprich, zu sagen, okay, weil es übergeordnet gerade irgendwie Positionsschließungen gibt, handle ich ein Daytrading-System nicht, halte ich für nicht sinnvoll. Der einfache Grund ist, bei dem Ausarbeiten und bei dem Zurücktesten und bei den historischen Ergebnissen dieses Systems, dieses Intraday-Systems, ist ja überhaupt nichts mit First Notice Days oder dergleichen enthalten. Bedeutet also, es gibt kein verankertes Regelwerk, was sagt, in dieser und jener Zeit handelt das System nicht. Das hat jetzt in dem einzelnen Fall, hätte man das tatsächlich darüber vermeiden können. Aber wenn man sich jetzt wahrscheinlich 10 andere Fälle anschaut, hätte das wahrscheinlich sich zumindest insgesamt neutralisiert. Von daher war eine ganz lehrreiche Situation auch für die Teilnehmer, weil man da mal gesehen hat, welche Entscheidungsschwierigkeiten es gibt. Im Moment handle ich in diesem System, in dem Trendcatcher-System, einen Kontrakt. Der Königsweg für mich ist, und das vielleicht als Tipp für alle, die noch in der Entwicklung sind, der Königsweg für mich ist, dass man, das gibt, muss natürlich das Konto auch hergeben, vom Volumen, wenn man in allen Systemen, in allen Strategien mit einer durch zwei, drei oder vier teilbaren Einheit handeln kann, also mit 2 Kontrakten, 3, 4, 8, was auch immer, dann ist in so einer Situation, wenn übergeordnet ich gerade ein Signal aufwärts habe und Intraday vielleicht ein Setup abwärts, dann wäre für mich in solchen Situationen der beste Weg oder ist für mich der beste Weg, das Intraday-Signal zu handeln. Denn ich habe ja einen statistischen Vorteil, wenn ich dieses System handle, grundsätzlich. Aber es nur mit der Hälfte zu gewichten oder vielleicht mit einem Drittel zu gewichten von der normalen Gewichtung. Das ist der Königsweg. Jetzt bin ich hier aber im Moment noch bei einem Kontrakt. Deshalb stand da dann die Entscheidung, pausiert man dieses Intraday-Signal? Wäre für mich jetzt keine Option gewesen, weil die Systematik an sich war im Drawdown gewesen und steht potenziell wieder vor einer Performance-Phase. Und dann kann ich nicht wegen einem einzelnen Trade, der möglicherweise
in den Stop reinläuft, kann ich mir nicht eventuell größere Gewinne verbauen. Aber wie gesagt, das muss jeder für sich herausfinden. Das würde auch hier den Rahmen sprengen. Aber war eine interessante Situation und ich glaube grundsätzlich, dass man aus den schlechten Trading-Situationen, aus den Verlusten, aus den verpassten Trades, was auch immer, die größten Lehren ziehen kann. Von daher haben wir das jetzt gerade mal hier kurz angesprochen. Im GBP klassisch Early Plunge Strategie, Short gehandelt mehrfach die Woche, war jetzt nicht der Riesenreibach dabei, aber hat auch ein bisschen was gebracht. Kakao auf der Short-Seite gehandelt, das ist das, was wir ja auch letzte Woche hier oder in den letzten beiden Wochen besprochen hatten. Wir haben gesehen, dass Kakao im Vorfeld des First Notice Days, der jetzt am Freitag war, gestiegen ist. Open Interest ist gefallen, dabei ist der Preis nach oben gegangen und deshalb war für mich klar, nah am First Notice Day will ich hier Short handeln. Auch da gab es eine lehrreiche Situation in dieser Woche. Auch die war im Verlust geendet. Da ist nämlich am Montag der Spread zwischen dem Frontmonat und dem hinteren Monat, also zwischen dem März und dem Mai, extrem zu meinen Ungunsten auseinandergegangen. Das hat mich auch $700 ungefähr gekostet. Habe ich dann mit einem direktionalen Trade aufgeholt, zu einem Teil zumindest. Und aber auch das war eine sehr lehrreiche Situation. Also diese Woche brachte finanziell gar nichts, sogar eher einen Rücksetzer. Aber wenn man was lernen wollte, wenn es wirklich darum geht, was zu lernen und sich weiterzuentwickeln und das Trading-Geschäft, so wie es nun mal ist, so hart und so strapaziös es teilweise sein kann, zu vertiefen, dann war das, glaube ich, eine der spannenderen Wochen. WTI hatte ich short bei den News gehandelt. Grund war ganz einfach, dass die News extrem schlecht ausgefallen sind. Wir haben einen deutlichen Zuwachs bei den Beständen gesehen, sind auch deutlich über dem üblichen Niveau gewesen. Deshalb, das hatte ich short gehandelt. Insgesamt hatten wir jetzt aber auch einen positiven Flow bei WTI in dieser Woche. In der neuen Woche Kakao. Da habe ich nach wie vor eine Short-Position drin, werde ich gleich drauf eingehen, wo da das Ziel liegt. Coffee wird auf der Short-Seite in dieser Woche interessant. Wir steuern auf den First Notice Day zu, gucken wir uns auch gleich an. Lean Hogs bleibt spannend, werde ich auch gleich was dazu sagen. Und der S&P E-Mini, der hat gegenwärtig ein Long-Setup. Und zwar haben wir da gemäß Sparplanstrategie, weil zur Monatsmitte oftmals Kapital in die Märkte reinströmt. Von den Sparplänen, die da eben in den Markt gehen oder wo das Geld aus den Sparplänen in den Markt geht, hat man diesen Effekt. Haut natürlich nicht jeden Monat hin, weil es auch noch ein paar andere Gründe gibt, den Markt zu kaufen oder zu verkaufen. Aber es ist ein ganz guter Effekt und der reicht bis Dienstag. Da läuft ein Trade. Und ja, gucken wir mal, wie der ausgeht. Dann haben wir in dieser Woche News, ganz klassisch, Crude Oil und Natural Gas. Wir haben First Notice Day bei Coffee und ansonsten haben wir alles recht normal. Britisches Pfund, da werde ich, wenn es in dieser Woche zu einem Anstieg auf 1,32 kommt, die Short-Seite spielen. Grundlage ist hier das Huge Range Open Pattern, kennen die Teilnehmer aus der Ausbildung. Grundlage ist, wenn wir eine außergewöhnlich große, trendige Range hatten, dann ist es sinnvoll, den Eröffnungskurs dieser großen Range, es war jetzt in dem Fall hier dieser Abwärtsimpuls, wenn er wieder angelaufen wird, zu nutzen, um ein zweites Mal in diese Richtung dieses Impulses zu handeln. Die Idee dahinter ist einfach, eine so wuchtige Tageskerze geht so gut wie immer mit riesigem oder mit großem Volumen einher. Großes Volumen können nicht wir kleinen Trader drehen. Das heißt, da müssen größere Adressen, entweder Commercials oder ja, Banken oder Adressen auf jeden Fall, die sehr, sehr liquide sind, agiert haben. Und die machen sowas nicht einfach aus einer Laune heraus, wie man es als privater Trader vielleicht macht, sondern da darf ich davon ausgehen, wenn die einmal ein Niveau festgelegt haben, auf dem sie den Markt verkaufen, dann wird das zumindest in naher Zukunft, wenn es nochmals auf dieses Niveau geht, habe ich eine erhöhte Chance, dass das ein zweites Mal abverkauft wird. Das ist alles, was dahinter steht. Ziel wäre dann die grüne Linie hier, also einmal einfach diesen Kerzenkörper, diese schwarze Kerze hier nach unten wieder. Dann gucken wir auf Coffee. Ich hatte es schon gesagt. Open Interest geht hier runter. Das, was ich immer mich fragen muss, ist, was macht der Preis
ab dem Zeitpunkt, ab dem das Open Interest steil abfällt. Hier ist es ja moderat zurückgegangen und ab hier ungefähr sinkt das steil ab. Der Preis geht seitdem nach oben. Am Freitag haben wir auch eine deutliche Beschleunigung gesehen und das Open Interest ist jetzt schon so bei 20.000 knapp. Wenn es unter 10.000 geht, kann man sagen, diese Bewegung ist wahrscheinlich bereinigt. Ich hatte eine kleine Long-Position jetzt in einigen Accounts, die schließe ich jetzt zum Wochenauftakt. Und ja, die Idee ist, nah am First Notice Day hier tatsächlich den Kaffeepreis short zu handeln. Sprich also, 20.02. ist der First Notice Day. In der Nähe des 20.02. möchte ich hier short handeln. Einen Markt, der in dieser Woche noch nicht den First Notice Day hat, aber am 24., also die Woche drauf, ist Cotton, Baumwolle. Da sehen wir, dass seitdem das Open Interest deutlich nach unten geht, ist der Preis leicht auf Erholungskurs, ist jetzt nicht die Welt. Sollte das seitwärts laufen bis zum First Notice Day, werde ich einen Ausbruch handeln. Sollte das bis dahin ansteigen, werde ich Short handeln. Und bei Kakao läuft ein Trade. Ich habe dort einen Short Trade gehabt in dieser Woche und habe jetzt die Position wieder zurückgekauft. Und es gab am Freitag dann mit dem First Notice Day tatsächlich einen ersten kräftigen Abwärtsimpuls. Und ich habe hier so zwei Kästchen. Was hat es damit auf sich? Die Teilnehmer aus der Ausbildung kennen diese Technik der Range-Projektion. Ich kann damit Gewinnziele oder auch Einstiegslevels, potenzielle Reaktionslevels ausloten. Und daraus ergibt sich eben aus dieser Technik ergibt sich ein Ziel bei 2786. Das runde ich auf ein bisschen und werde so versuchen, bei 2790, 2795 die Position rauszunehmen. Das heißt, vom jetzigen Niveau aus wären das tatsächlich ja locker 80 bis 100 Ticks nach unten. Das sind $800, $900, die da Potenzial sind. Also ganz ordentlich. Und sollte der Preis nochmal nach oben gehen, habe ich dort Orders im Markt liegen, zwei Stück, und werde dort die Short-Seite nochmals stärken. Weil, wie gesagt, wir sehen hier, Open Interest ging runter. Was hat der Preis seitdem gemacht? Seitdem das Open Interest steil abfällt, der Preis ist nur nach oben gegangen. Und zwar bis zum First Notice Day. Ich habe also jetzt eine erhöhte Chance. Das heißt nicht, dass es funktionieren wird, aber ich habe eine erhöhte Chance, dass ich jetzt auf der Short-Seite Geld verdiene, so wie das beim letzten Mal auch war. Open Interest geht runter, Preis geht dabei rauf und dann hat es zeitnah, so 1, 2 Tage nach dem First Notice Day, setzte dann eine Abwärtsbewegung ein. Und wenn ich mich orientieren möchte daran, was ist das Potenzial hier, dann kann man auch sich natürlich zusätzlich neben dieser Range-Projektion auch noch daran orientieren, wo standen wir denn, als das Open Interest noch normal hoch war, sagen wir mal, so hier bei 95 bis 100.000. Naja, da waren wir hier roundabout so bei 2740. Das wäre also so eine Zielzone 2740 bis 2790. Das ist die Zielzone für die Short-Seite für die nächsten Tage und Wochen. Letzte Woche auch schon kurz gezeigt. Crude Oil, potenzieller Outperformer gegenüber Heating Oil bis Ende Februar. Danach genau umgekehrt. Hier sehen wir das, blaue Linie. Wenn die nach oben geht, ist Crude Oil stärker als Heizöl. Das Rohöl stärker als Heizöl. Und hier die saisonale Tendenz zeigt, dass es eben bis Anfang März im Normalfall eher Stärke von WTI gibt. Und deshalb ist strategisch bei Rücksetzern WTI auf der Long-Seite interessant. Kakao haben wir schon gesehen. Und dann gucken wir zum Abschluss uns noch Lean Hogs an. Bei dem Markt auch First Notice Day absolviert. Wir haben übergeordnet einen Abwärtszyklus, der 450-Tage-Zyklus. Alle 450 Tage beginnt ein Zyklus abwärts und zwischen den Aufwärtszyklen ist bei den Startzeitpunkten auch eine Differenz von 450 Tagen. Das ist so der Hauptzyklus. Es gibt noch einen 1160-Tage-Zyklus, aber diese 450 Tage, die haben etwas mit der ja, die basieren auf dem natürlichen Zyklus dieses Marktes, den besprechen wir auch in der Ausbildung. Und da sehen wir, der Flow ist übergeordnet noch abwärts gerichtet, nämlich Short. Und das lässt mich natürlich dann im nächsten Schritt auf die Terminstruktur schauen. Und wenn man sich anschaut, hier, der Februar ist ja jetzt Geschichte. Der aktuelle Frontmonat ist der April. Der steht bei 64. Das scheint ja relativ günstig zu sein. 64, wenn wir wissen,
So zwischen 50 und 60 dreht es meistens nach oben und zwischen 80 und 90 toppt das. Wäre man eher potenziell an der strategischen Kaufzone dran, aber Vorsicht, wir haben eine steile Contango-Situation hier. Das bedeutet, die Folgekontrakte sind drastisch teurer. 15, 20% zwischen dem aktuellen und dem Folgekontrakt. Das muss man sich einfach nur mal ganz kurz bewusst machen, was das bedeutet. Für die Lieferung des Produkts, Magerschwein, eines Kontrakts, das sind ungefähr 160 Tiere, bekommt man eben pro Einheit 64 im Moment. Wenn ich im April liefere. Im Mai sind es schon 73 und im Juni sind es schon fast 81. Heißt also, ich kriege, wenn ich nur ein paar Wochen warte, um es mal ganz, ganz einfach zu sagen, ein paar Wochen später liefere, kriege ich schon einen drastisch höheren Preis. Und naja, was wird man machen? Man wird natürlich, deshalb sieht man das auch, dass hier im Juni zum Beispiel schon ein ordentliches Volumen drin ist und im Juli auch, der Mai gar nicht so. Das hier sind die relevanten Kontrakte, April, Juni, Juli und August. Hier werden Preise festgeschrieben. Das heißt, von den großen, von den, nicht von den großen, von den oberen Kontrakten, von den hochpreisigen Kontrakten wird dieser Preis gedrückt werden. Ich behaupte also jetzt, das Aufwärtspotenzial, das Erholungspotenzial ist begrenzt. Wenn es mal 5 oder wenn es schön läuft, 10% nach oben geht, dann werde ich den April-Kontrakt schon wieder verkaufen, möglicherweise auch den Juni, der ist sogar noch attraktiver zum Verkaufen, weil einfach die Produzenten hohe Preise dort erzielen. Das war es für diese Woche, für Kalenderwoche 8. Ich wünsche allen eine erfolgreiche Trading-Woche mit vielen Chancen und auch einer ordentlichen Rendite. Und ja, wer sich einklinken möchte in mein Live-Trading, kann das gerne tun. Nach wie vor haben wir die Geld-Zurück-Garantie, daran wird sich auch nichts ändern. Wenn ich es nicht schaffe, mindestens die Teilnahmegebühr zu verdienen, und zwar bemessen an meinen Kontoauszügen im Zeitraum, in dem jemand teilnimmt, dann kriegt er das Geld zurückerstattet. In diesem Sinne, gute Trades und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.